bin also nicht so der Fasnachter. Ich war vielleicht zweimal in meinem Leben in Gernsheim auf der Straße Fasnacht. 1981 bin ich mit meinen Kumpels da das erste Mal hingefahren. Dieser Film wurde dabei aufgezeichnet. Immer wenn ich die alten Filme sehe und dann die VW-Käfer, die da fahren, ja, dann wird mir es warm ums Herz. Da kommt wieder der alte Käferfahrer durch. Georg hat sich schon auf die Fasnacht vorbereitet und der Erfolger fährt wie immer souverän sein Fahrzeug. Ja, linke Hand hat sich auch sehr viel verändert. Das ist der Stand von 81. Ja, wenn man bedenkt, in Gernsheim gab es 4 Tankstellen in Folge. Also es war schon verrückt, wie hoch da die Tankstellendichte war. Ja, und die Preise waren nicht Euro, sondern D-Mark. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie günstig der Sprit mal war. Der Umzug ist schon rum und alles trifft sich jetzt am Stadthausplatz und wir suchen uns jetzt nur noch einen Parkplatz. Ja, der Puppe muss ich schließlich fahren, oder wie? Das Schild müsste natürlich doch sehen, dass es hier dann ist. Wer weiß, ja? Toll, schau, du hast immer die besten Ideen. Thank you.
Der Film ist übrigens mit einer VHS-Röhrenkamera hergestellt worden. Der Geo, der trägt die eine leere Tasche, das habe ich eben gerade gesehen. Ja, nachdem wir von der Fastnachtsstimmung so einiges aufgesaugt haben, war ganz lustig, sind wir halt dann wieder Richtung Heimat gefahren. Ja, und hier halte ich mal kurz den Film an. Das Haus hier an der Ecke zur Bahnhofstraße war das Haus des Busunternehmer König. Also Biebesheim hatte auch mal einen Busunternehmer, das wollte ich einfach mal hier feststellen. Nachdem der verstorben war, wurde dieses Haus dann abgerissen. Heute ist das ein Parkplatz für Gebrauchtwagen. Linke Hand kann man auch noch die Gaststätte Wertwein sehen. Da war auch früher, wo man den Eingang sieht, ein Kino drin. Kinder und längere Filme. Ach, beim Schatti nach, da wollte ich auch. Wieso? Du kannst jetzt noch aufnehmen. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.